So, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des DigiDem Bayern Science Watch Live Webinars. Schön, dass Sie heute auch wieder dabei sind. Ja, wenn wir von Demenz sprechen, setzen wir das häufig mit der Alzheimer-Demenz gleich. Doch Demenz ist eigentlich nicht gleich Demenz. Die Demenz hat viele Gesichter und die Betroffenen, die haben je nach Ursache zum Teil auch sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Deswegen möchten wir Ihnen im heutigen Webinar gerne vorstellen, welche unterschiedlichen Formen der Demenz es gibt, wie sie sich in ihren Symptomen und Verläufen unterscheiden und welche Behandlungsmöglichkeiten bestehen. Vorher möchte ich aber noch kurz für alle neuen Teilnehmenden einige kleine Hinweise zum Ablauf des heutigen Webinars und zur Technik hier in GoToWebinar geben. Mein Kollege Florian Weidinger wird heute den Chatroom betreuen. Mein Name ist Jana Rühl und ich werde das heutige Webinar moderieren und auch den Vortrag halten. Die Inhalte des heutigen Webinars wurde aber gemeinsam durch das gesamte Webinar-Team erarbeitet und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen Anne Käfer, Florian Weidinger und Marin Dehler für die Unterstützung bedanken. Wenn Sie während des Webinars Fragen oder Kommentare haben, dann nutzen Sie gerne die Chat-Funktion. Alle Ihre Fragen und Anmerkungen werden dann von meinem Kollegen Herrn Weidinger gesammelt und wir werden sie am Ende der Präsentation beantworten. Nun noch kurz zum technischen Umgang mit GoToWebinar. Sie als Teilnehmende sind während des gesamten Webinars automatisch von uns auf stumm gestellt, aber hier im rot markierten Feld können Sie gerne alle Ihre Fragen an uns richten. Wie immer wird es auch heute wieder einen Mitschnitt des Webinars geben. Den können Sie sich dann auch gerne in den kommenden Tagen über unsere Mediathek auf unserer Homepage oder über YouTube nochmal ansehen. Ja, bevor wir nun gleich inhaltlich mit dem Vortrag starten, möchte ich Ihnen in Kürze auch nochmal unser Projekt DigiDem Bayern vorstellen. Auf der rechten Seite unseres DigiDem Bayern Hauses sehen Sie die Säule der digitalen Angebote. Mit unseren verschiedenen digitalen Angeboten möchten wir eben dazu beitragen, die Versorgungssituation von Betroffenen direkt zu stärken. Dazu können Sie sich einfach gerne auch mal bei uns auf der Website umschauen. Da finden Sie alle unsere digitalen Angebote und können sich da einfach mal durchklicken. Die zweite zentrale Säule unseres DigiDem-Hauses ist unser digitales Demenzregister. Da erheben wir Informationen von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und ihren pflegenden Angehörigen in ganz Bayern, um eben langfristig deren Lebenssituation zu verbessern. Für die Befragungen sind wir auch weiterhin noch auf der Suche nach neuen ForschungspartnerInnen vor Ort, die die Befragungen für uns durchführen. Die Aufgaben unserer ForschungspartnerInnen umfassen dabei die Kontaktaufnahme zu den Betroffenen und auch die Durchführung von den Befragungen. Falls Sie sich vorstellen können, eben aktiv an unserem Projekt mitzuwirken, dann können Sie gerne über die hier angegebene E-Mail-Adresse Kontakt mit uns aufnehmen und wir können dann alle weiteren Fragen zu einer möglichen Kooperation besprechen. Ja, so viel nun zum Organisatorischen vorneweg. Nun möchte ich aber mit dem Vortrag zum Thema verschiedene Demenzformen und ihre Verläufe einsteigen. Bevor wir uns die einzelnen Demenzformen und ihre spezifischen Charakteristika genauer anschauen, möchte ich Ihnen auch noch einen kurzen Überblick über unsere Quellen für den heutigen Vortrag geben. Eine der Grundlagen für die heutigen Inhalte stellt der Welt-Alzheimer-Bericht aus dem Jahr 2022 dar. Der Welt-Alzheimer-Bericht wird seit 2009 jährlich von der internationalen Dachorganisation Alzheimer's Disease International herausgegeben und in jedem Jahr gibt es eben ein Schwerpunktthema aus dem Bereich der Demenz. Auf der Folie sehen Sie jetzt eben einige Beispiele aus den vergangenen Jahren auch mal abgebildet. Im Jahr 2015 beispielsweise ging es um die globalen Auswirkungen von Demenzerkrankungen. Oder im Jahr 2019, da ging es rund um das Thema Einstellungen zum Thema Demenz. Ja, wie gesagt, heute wollen wir uns dem Welt-Alzheimer-Report 2022 widmen. Der stand unter dem Motto „Das Leben nach der Diagnose, Navigation durch Behandlung, Pflege und Unterstützung“. Und für das heutige Webinar beziehen wir uns hier auf das Kapitel 19, das Sie hier auch in diesem blauen Kasten eingeblendet sehen. Da geht es eben um den besonderen Pflegebedarf für Menschen mit bestimmten Arten von Demenz. Zusätzlich zum Welt-Alzheimer-Bericht beziehen wir uns außerdem noch auf drei weitere Informationsquellen, die wir Ihnen auch noch kurz vorstellen möchten. Sie finden dort online und kostenfrei verlässliche Informationen zum Thema Demenz
Und im Gegensatz zum Welt-Alzheimer-Bericht, der leider eben nur auf Englisch erscheint, finden Sie dort alle Inhalte eben auch in deutscher und einfach verständlicher Sprache. Als erstes möchten wir Ihnen hier die Website www.gesundheitsinformation.de näherbringen. Der Herausgeber der Plattform ist das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz auch IQWiG. Das IQWiG ist ein unabhängiges wissenschaftliches Institut, das aus der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert wird, und zu seinen Aufgaben gehört es, Behandlungen und Untersuchungen zu bewerten. Mit der Plattform gesundheitsinformation.de möchte das IQWiG eben unabhängige, kostenlose und leicht verständliche Antworten auf häufige Gesundheitsfragen anbieten. Und neben Informationen zum Thema Demenz finden Sie dort auch Gesundheitsinformationen zu vielen weiteren Erkrankungen. Also da können Sie sich eben einfach mal reinklicken und auch nach einem Begriff suchen, wenn Sie Näheres auch zu anderen Erkrankungen wissen wollen. Zum Thema Demenz speziell stellt die Plattform detaillierte Informationen zu den beiden häufigsten Demenzformen bereit, nämlich zur Alzheimer-Demenz und zur vaskulären Demenz. Unter anderem findet man da eben Näheres zu Symptomen und Ursachen, aber eben auch zum Verlauf oder zur Diagnose und zur Behandlung. Ja, des Weiteren ist natürlich auch die Website der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft immer eine gute Möglichkeit, sich näher zum Thema Demenz zu informieren. Wir möchten Sie hier insbesondere auf die sogenannten Informationsblätter hinweisen. In denen finden Sie eben nochmal mehr Details zu spezifischen Demenzformen, wie beispielsweise der Lewy-Körperchen-Demenz oder eben auch zu bestimmten Thematiken, zum Beispiel der medikamentösen Behandlung von Demenz oder das Wichtigste zu Demenz bei geistiger Behinderung. Auch auf das Online-Angebot der Fachstelle für Demenz und Pflege möchten wir Sie an dieser Stelle nochmals aufmerksam machen. Auch da finden Sie Zahlen und Fakten zum Thema Demenz und den Erscheinungsformen in gut verständlicher Form, eben in aller Kürze aufbereitet. Im ganzen Vortrag beziehen wir uns auch immer auf diese vier Informationsquellen. Sollten wir an einzelnen Stellen noch andere Quellen herangezogen haben, ist es auch immer entsprechend vermerkt, und Sie finden am Ende der Präsentation wie gewohnt auch ein Literaturverzeichnis mit allen unseren Quellenangaben in der Übersicht. Ja, zunächst möchten wir noch vorab kurz definieren, was eine Demenz überhaupt ist. Eine Demenz ist nämlich keine eigene Erkrankung, sondern es handelt sich dabei um ein sogenanntes Syndrom, also das gemeinsame Auftreten von spezifischen Symptomen. Diese Symptome umfassen die Beeinträchtigung von mehreren kognitiven Funktionen, wie zum Beispiel eine Verschlechterung des Gedächtnisses, Schwierigkeiten bei der Orientierung und der Auffassungsgabe, sowie Beeinträchtigungen beim Rechnen oder der Lernfähigkeit, der Sprache, und auch das Urteilsvermögen kann eben beeinträchtigt sein. Ja, außerdem geht das auch häufig einher mit Verhaltensveränderungen, wie Veränderungen bei der emotionalen Kontrolle, im Sozialverhalten oder auch der Motivation. Als Folge der Beeinträchtigungen und Veränderungen können die Menschen mit Demenz dann oftmals ihre alltäglichen Aufgaben auch nicht mehr richtig ausführen. Und damit man eben von einer Demenz sprechen kann, müssen diese Beeinträchtigungen dauerhaft anhalten oder im Verlauf eben auch zunehmen. Die Ursachen für eine Demenzerkrankung sind dabei ganz vielfältig. Grundsätzlich kann man zwischen primären und sekundären Formen der Demenz unterscheiden. Die sekundären Formen, das sind Demenzen, die die Folge von einer anderen Grunderkrankung, wie zum Beispiel eben einer Stoffwechselerkrankung sind. Aber auch Mangelzustände oder chronische Vergiftungen durch beispielsweise Medikamente oder Alkoholmissbrauch können eben sekundäre Demenzen auslösen. Im Gegensatz zu den primären Demenzen sind die sekundären Demenzen je nach Grunderkrankung, wenn sie frühzeitig erkannt und behandelt werden, teilweise auch reversibel, also heilbar. Rund 90% aller Demenzerkrankungen gehören aber eben zur Gruppe der primären Demenzen. Und da liegt die Ursache der Erkrankung eben im Gehirn der betroffenen Person. Und die Symptome werden eben nicht durch andere Einflussfaktoren, Erkrankungen oder Medikamente ausgelöst. Nach dem heutigen Kenntnisstand sind primäre Demenzen leider nicht heilbar, aber bei einer frühzeitigen Diagnose lässt sich der Verlauf verzögern.
Zu den primären Demenzen gehören sowohl die neurodegenerativen Demenzen wie beispielsweise eben die Alzheimer-Demenz oder die frontotemporale Demenz und die vaskulären Demenzen. Insgesamt gibt es aber mehr als 100 unterschiedliche Formen der Demenz. Den größten Anteil macht aber die Alzheimer-Demenz mit einem Anteil von ca. 60-65% aus. Am zweithäufigsten kommt dann die vaskuläre Demenz mit 20-30% vor. Mischformen machen ca. 15% aus und 5-15% entfallen dann auch noch auf weitere Formen. Je nach Ursache unterscheiden sich die Demenzen dann sowohl in ihren Anfangssymptomen als auch in ihrem Verlauf. Bevor wir uns aber nun die einzelnen Formen im Detail anschauen, möchte ich auch noch kurz auf die Behandlungsmöglichkeiten von Demenz im Allgemeinen eingehen. Zunächst kann man bei der Behandlung unterscheiden in die medikamentöse und die nicht-medikamentöse Behandlung. Da, wie bereits erwähnt, die primären Demenzen eben nicht heilbar sind, dienen die Medikamente dabei in erster Linie dann der Stabilisierung der geistigen Leistungsfähigkeit und auch der Alltagsbewältigung sowie der Abmilderung von psychischen und verhaltensbezogenen Symptomen. In Bezug auf die Stabilisierung der geistigen Leistungsfähigkeit und der Alltagsbewältigung bestehen insbesondere für die Alzheimer-Demenz medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten. Hier besteht eben die Möglichkeit, mit sogenannten Cholinesterase-Hämmern und dem Glutamat-Antagonist Memantin eben zu behandeln. In Deutschland sind derzeit 3 Cholinesterase-Hämmer zugelassen. Und das Rivastigmin ist eben auch für die Behandlung einer leichtgradigen bis mittelschweren Demenz bei der Parkinson-Krankheit zugelassen. Der Glutamat-Antagonist Memantin ist für Menschen mit einer mittelschweren bis schweren Alzheimer-Demenz zugelassen. Neben den genannten Antidementivern kann man auch das pflanzliche Präparat Ginkgo Biloba verordnen. Allerdings ist hier die Studienlage zur Wirksamkeit nicht eindeutig und da bedarf es noch mehr Forschung, um da eben eindeutige Aussagen treffen zu können, wie wirksam das tatsächlich ist. Für Demenzen, die eine andere Ursache als die Alzheimer-Erkrankung oder die Parkinson-Demenz haben, gibt es aktuell eben keine spezifischen medikamentösen Therapien zur Stabilisierung der geistigen Leistungsfähigkeit und Alltagsbewältigung. Man kann aber zum Beispiel bei den auch häufig vorkommenden vaskulären Demenzen eben die Risikofaktoren auch medikamentös kontrollieren, indem man zum Beispiel Blutdrucksenker oder Blutverdünner verschreibt. Ja, wie ich eingangs schon erwähnt habe, kommt es auch im Verlauf einer Demenzerkrankung häufig zu psychischen Beeinträchtigungen sowie zu den Verhaltensänderungen. Und auch da kann man medikamentös behandeln. Allerdings sollte man, bevor man eben Psychopharmaka in dem Bereich einsetzt, im Vorfeld immer erst genau untersuchen, ob die Symptome nicht auch durch eine Schmerztherapie oder die Behandlung von anderen Krankheiten sich beheben lässt oder ob nicht auch nicht medikamentöse Maßnahmen wirksam sein können. Nur wenn die Symptome sich so eben nicht verbessern lassen und die Symptome für den Betroffenen auch sehr belastend sind, dann lässt sich der Einsatz von Medikamenten manchmal eben nicht vermeiden. Und dann kann man zum Beispiel Depressionen eben mit Antidepressiva behandeln oder man kann eben zur Behandlung von Unruhe und herausforderndem Verhalten sogenannte Antipsychotika oder Neuroleptika einsetzen. Der Einsatz von den Neuroleptika ist allerdings mit zahlreichen unerwünschten Nebenwirkungen verbunden und deshalb ist es hier immer wichtig, dass die Einnahme in möglichst niedriger Dosierung und über möglichst kurze Zeit stattfindet und dass da eben auch immer eine engmaschige ärztliche Kontrolle erfolgt. Ja, aber nicht nur die Medikamente sind wichtig bei einer Behandlung einer Demenz. Es gibt auch eine ganze Vielzahl an nicht-medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten, die eben dazu beitragen können, die kognitive Leistungsfähigkeit und auch die Alltagsfähigkeiten zu fördern, die Verhaltensstörungen abzumildern und insgesamt eben das Wohlbefinden der Betroffenen zu verbessern. Zu den nicht-medikamentösen Behandlungen gehören beispielsweise kognitive Trainings, Kunst-, Aroma- und Musiktherapie, psychosoziale Interventionen sowie die Ergo- oder die Physiotherapie. Außerdem
gehört auch die Unterstützung und die Entlastung der Angehörigen zu den nicht medikamentösen Behandlungsansätzen. Wie wirksam jetzt jede Therapie im Einzelnen ist, lässt sich aufgrund der Studienlage nicht immer mit Sicherheit sagen. Einige wenige sind wirklich recht gut untersucht und da gibt es auch ausreichend Belege, dass diese nicht medikamentösen Therapien wirksam sind. Bei anderen wurden bislang aber eben noch wenige oder nicht so aussagekräftige Studien durchgeführt. Welche Form der Therapie dann immer im Einzelnen geeignet ist, das hängt auch immer von der Art der Demenz ab, in welchem Stadium sich der Betroffene befindet und welche Symptome eben auftreten. Da ist es aber immer zu empfehlen, sich da auch wirklich intensiv von Fachleuten aus der Medizin, Pflege, Psychologie oder der sozialen Arbeit beraten zu lassen. Ja, nun möchten wir uns aber die verschiedenen Demenzformen genauer anschauen und dazu werden wir im Folgenden die unterschiedlichen Formen nach dem folgenden Schema vorstellen. Wir werden immer zuerst die einzelne Form kurz beschreiben, anschließend werden wir auf die Symptome und den Verlauf eingehen, sowie die Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen und abschließend wird es auch immer noch ein paar weiterführende kleine Hinweise geben. Die erste Form, die wir Ihnen heute genauer vorstellen möchten, ist eben die häufigste Form, die Alzheimer-Demenz. Bei der Alzheimer-Demenz ist es so, dass die Kommunikation der Nervenzellen gestört ist und mit der Zeit eben immer mehr Nervenzellen im Gehirn absterben. Das passiert vor allem in der Großhirnrinde und im Hippocampus. Der Hippocampus spielt deshalb so eine wichtige Rolle, weil er eben dazu dient, Informationen vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zu überführen. Und deshalb ist es für Menschen mit einer Alzheimer-Demenz eben besonders schwierig, neu Erlerntes langfristig abzuspeichern und später wieder abzurufen. Bislang gibt es nur Vermutungen, weshalb es wirklich zu diesem Funktionsverlust und Absterben der Nervenzellen kommt. Man konnte bereits feststellen, dass sich im Gehirn von Betroffenen eben kleine Eiweißpartikel, die sogenannten Beta-Amyloid-Plaques und Taufibrillen ablagern, die für das Absterben der Nervenzellen verantwortlich sind. Außerdem ist es bei Menschen mit der Alzheimer-Demenz so, dass das Acetylcholin, das ist eben ein Botenstoff zur Kommunikation zwischen den Nervenzellen, im Gehirn von den Betroffenen eben in einer zu geringen Menge vorkommt. Was die Alzheimer-Demenz jetzt letztlich aber ganz genau verursacht, das ist immer noch unklar und sehr wahrscheinlich ist es einfach so, dass da auch mehrere Ursachen zusammenkommen. Ja, hinsichtlich der Symptome kann man sagen, dass das ganz typische Symptom der Alzheimer-Demenz die Vergesslichkeit ist. Man kann sich einfach Dinge nicht mehr so gut merken, man vergisst Geburtstage oder mit wem man was bereits besprochen hat. Und vor allem zu Beginn der Erkrankung machen sich diese Einbußen eben im Kurzzeitgedächtnis bemerkbar. Das heißt, die Betroffenen können sich eben nicht mehr so gut an kürzlich erlebte Momente oder Unterhaltungen erinnern. Das Langzeitgedächtnis ist aber gerade zu Beginn meistens noch recht gut erhalten. Im weiteren Verlauf machen sich aber dann auch im Langzeitgedächtnis Einbußen bemerkbar. Auch andere kognitive Fähigkeiten können beeinträchtigt sein. So lässt zum Beispiel auch die Aufmerksamkeit mit der Zeit nach und es wird auch immer schwieriger, sich für die Betroffenen sich räumlich und zeitlich zu orientieren und im Alltag selbstständig zurechtzukommen. Außerdem haben Betroffene auch zunehmend Schwierigkeiten mit der Sprache. Es fällt ihnen dann oft schwer, die richtigen Worte zu finden oder sie verstehen ganz einfach auch die Bedeutung hinter bestimmten Worten nicht mehr. Da ist dann eben auch häufig auffällig, dass sie Füllwörter oder Phrasen nutzen, die teilweise dann auch überhaupt nicht in den Kontext der Unterhaltung passen. Und neben diesen ganzen kognitiven Veränderungen kommt es auch zu Veränderungen im Verhalten. Das können sein Ängste, Depressionen, aber auch Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen. Und viele Betroffene erleben eben auch Scham und Frust, weil sie eben selber auch merken, dass sie häufiger Fehler machen und immer mehr von anderen abhängig sind. Generell ist es so, dass die Erkrankung eher schleichend und über einen Zeitraum von mehreren Jahren voranschreitet. Im Alltag werden sie meistens erst nach dem 65. Lebensjahr bemerkbar.
Wenn die Alzheimer-Demenz bereits vor dem 65. Lebensjahr auftritt, dann verläuft sie aber meistens auch deutlich rascher, als wenn sie erst im höheren Alter einsetzt. Die Menschen mit Alzheimer-Demenz haben zudem auch ein erhöhtes Sterberisiko gegenüber Menschen im gleichen Alter ohne die Alzheimer-Diagnose. Und im statistischen Durchschnitt kann man eben sagen, dass Betroffene circa 6 Jahre nach der Diagnosestellung einer Alzheimer-Demenz versterben. Ja, als Behandlungsmöglichkeiten stehen unter anderem eben die psychosozialen Interventionen zur Verfügung. Die können eben auch einen positiven Einfluss auf die funktionellen Leistungsfähigkeiten der Menschen mit Demenz haben. Ja, was die pharmakologischen Wirkstoffe betrifft, muss man sagen, dass die symptomatische Therapie mit den Cholestenerase-Hemmern eigentlich seit 20 Jahren die wichtigste Behandlungsoption ist. Man muss hier aber auch sagen, dass diese Medikamente eben lediglich bei der Symptomreduktion und Verzögerung helfen, aber die nicht den Zustand selbst aufhalten können. Bei Menschen mit einer mittelschweren bis schweren Demenz kann dann eben zusätzlich auch Memantin zum Einsatz kommen. Bei einer leichtgradigen Alzheimer-Demenz ist da aber keine Wirksamkeit belegt. Ja, insgesamt muss man hier aber auch feststellen, dass eine wirkliche wirksame krankheitsmodifizierende Therapie immer noch nicht besteht, auch seit mehr als 100 Jahren nach der Entdeckung der Erkrankung nicht, und dass das eine unserer großen Lücken in der modernen Medizin nach wie vor ist. Ja, dann möchte ich nun als zweites zur vaskulären Demenz kommen. Diese gehört eben nicht zu den neurodegenerativen Demenzen und die wurde jetzt auch im Welt-Alzheimer-Report nicht thematisiert. Aber da es eben die zweithäufigste Demenzform ist, wollten wir Ihnen die nicht vorenthalten und möchten Ihnen diese nun auch etwas genauer vorstellen. Die vaskuläre Demenz entsteht durch Durchblutungsstörungen im Gehirn und ist meistens die Folge von mehreren kleinen Schlaganfällen. Je nachdem, welche Areale im Gehirn dann betroffen sind, können die Symptome dann auch von Person zu Person abweichen. Die vaskulären Demenzen treten meistens im höheren Lebensalter ab circa 65 Jahren auf und sie können eben auch gemeinsam mit der Alzheimer-Demenz als Mischform auftreten. Ja, anhand welcher Symptome kann man nun eine vaskuläre Demenz erkennen? Auch bei dieser Demenzform ist es so, dass es zu einer Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten kommt, eigentlich auch recht ähnlich wie bei der Alzheimer-Demenz. Dazu gehört zum Beispiel eben auch eine nachlassende Gedächtnisleistung, Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, Schwierigkeiten bei der Orientierung und auch mit der Sprache. Die Vergesslichkeit steht aber bei der vaskulären Demenz zu Beginn nicht ganz so im Vordergrund, wie das bei der Alzheimer-Demenz der Fall ist. Am Anfang, der vaskulären Demenz ist die Gedächtnisleistung meist noch relativ gut erhalten. Ein weiteres Symptom ist dann bei der vaskulären Demenz auch das veränderte Verhalten. Menschen mit einer vaskulären Demenz zeigen eben oftmals eine Antriebs- und Teilnahmslosigkeit. Sie leiden auch unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Ängsten. Und es kann eben auch zu anderen, körperlichen Beschwerden kommen, die eben aufgrund der Durchblutungsstörungen des Gehirns auftreten. Das kann zum Beispiel eben eine Gangstörung sein, das kann, Schwindel sein oder eben auch Probleme beim Wasserlassen. Im Gegensatz zur Alzheimer-Demenz sind bei der vaskulären Demenz auch stufenförmige Verläufe möglich. Das heißt, dass die einzelnen Symptome für einen längeren Zeitpunkt konstant bleiben, bevor es eben zu einer bemerkbaren Verschlechterung der Fähigkeiten kommt. Dabei sind auch Schwankungen im Verlauf der Symptomatik möglich. Das heißt, die Symptome können sich auch zeitweise wieder verbessern, indem zum Beispiel die Durchblutung bestimmter Areale im Gehirn auch wieder besser funktioniert. An sich beginnt auch die vaskuläre Demenz meist eher schleichend und es machen sich eben erst nach mehreren von diesen kleinen Schlaganfällen Einschränkungen bemerkbar. Aber es kann eben auch in selteneren Fällen so sein, dass ein größerer Schlaganfall oder Hirnblutungen zu einem plötzlichen Einsetzen der Erkrankung führen.
Ja, ein zentrales Behandlungsziel bei der vaskulären Demenz ist es, weiteren Schäden des Gehirns vorzubeugen, indem man eben die Grunderkrankung behandelt und die Risikofaktoren für schlechte Durchblutung eben kontrolliert. Da kann man eben auch Medikamente gegen Bluthochdruck geben und man kann auch die Cholesterinwerte kontrollieren. Antidementiva sind bei der vaskulären Demenz aber nur dann zugelassen, wenn sie als Mischform mit der Alzheimer-Demenz auftritt. Ja, und hier vielleicht auch noch der Hinweis. Eine wichtige Empfehlung ist, wenn eben einer oder mehrere von diesen kleinen Schlaganfällen aufgetreten sind, dann ist es auch immer wichtig, dass zügig auch eine Reha-Maßnahme erfolgt, um da eben auch die Selbstversorgung weiter zu fördern und entstandene Defizite wie zum Beispiel Sprachstörungen oder die eingeschränkte körperliche Mobilität oder Probleme bei der Nahrungsaufnahme möglichst eben wieder auszugleichen. Und in diesem Rahmen kann man eben auch häufig kognitives Training durchführen. Da gibt es auch einige Studien, die eben zeigen, dass diese Reha-Maßnahmen bei einer leichten bis mittleren vaskulären Demenz dazu führen, dass man einen Teil der Defizite wieder überwinden kann. Die dritte Form, die wir Ihnen nun vorstellen möchten, das ist die sogenannte frontotemporale Demenz. Und ja, wie der Name eigentlich bereits verrät, liegt dafür die Ursache in einem Nervenzellenuntergang im Frontal- und Temporalhirn. Im Vergleich zur Alzheimer-Demenz tritt die frontotemporale Demenz häufig auch im jüngeren Alter auf. Das Durchschnittsalter der Betroffenen liegt da so zwischen 50 und 60 Jahren, wobei die Altersspanne mit 20 bis 85 Jahren auch recht groß ist. Also es kann in einer weiten Altersspanne auftreten. Auch da gibt es unterschiedliche Varianten. Allerdings ist die häufigste Form die verhaltensbetonte Variante. Je nachdem, welche Variante vorliegt und wo genau auch der Zelluntergang stattfindet, kann sich eben auch die Symptomatik und der Verlauf unterscheiden. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass die frontotemporale Demenz durch relativ frühe und ausgeprägte Veränderungen im Sozialverhalten und der Persönlichkeit sowie den sprachlichen Fähigkeiten charakterisiert ist. Das sind eben auch alles genau die Funktionen, für die das Frontal- und das Temporalhirn eigentlich eben auch zuständig sind. Und häufig treten da eben als erste Kernsymptome auf, dass eine Enthemmung stattfindet, dass die Menschen apathisch sind oder die Empathie verlieren. Es kann auch zu Veränderungen im Ernährungsverhalten kommen, dass zum Beispiel plötzlich Heißhungerattacken auftreten oder auch eine Hyperoralität, also dass die Betroffenen eben dazu neigen, sich Gegenstände jeder Art in den Mund zu stecken. Im späteren Verlauf können dann auch noch Sprachstörungen dazukommen. Die Beeinträchtigung vom Gedächtnis ist hier allerdings vergleichsweise nicht ganz so stark ausgeprägt. Aufgrund des noch relativ jungen Alters und der damit verbundenen erschwerten Abgrenzung auch zu anderen Krankheiten, wie zum Beispiel zur Depression oder zum Burnout oder zur Schizophrenie, kann hier die Diagnosestellung auch manchmal sehr schwierig sein und ja, kann sich auch manchmal sehr lange hinziehen, bis die frontotemporale Demenz dann auch wirklich als solche erkannt wird. Hinsichtlich der Medikation kann man sagen, dass sich durch Medikamente lediglich die Symptome bekämpfen lassen. Das heißt, man kann eben hier die vorherrschenden Verhaltensauffälligkeiten beispielsweise eben mittels Antidepressiva oder Neuroleptika mildern. Man muss aber hier auch immer sagen, dass diese Medikamente eben auch ernsthafte Nebenwirkungen haben und dass man da auch im Einzelfall dann entscheiden muss, ob die medikamentöse Behandlung da das Richtige ist. Was man aber eben auch machen kann, es gibt eben auch wirksame nicht medikamentöse Behandlungen, die durch gezielte Übungen eben auch die Symptomatik vermindern können. Da kann man einmal ansetzen, eben direkt bei den Betroffenen selber, aber man kann eben auch die pflegenden Angehörigen weiter schulen und unterstützen oder eben auch Anpassungen in der Umwelt des Betroffenen vornehmen, sodass auch dadurch Symptome reduziert werden können.
Da gibt es auch einige wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse dazu, dass verschiedene Programme da eben auch wirksam sind, um den Schweregrad der Verhaltensauffälligkeiten und auch den Stress für die pflegenden Angehörigen zu reduzieren und auch die Lebensqualität der Betroffenen insgesamt zu steigern. Ja, ich habe ja auch gerade schon beschrieben, dass die frontotemporale Demenz gerade aufgrund der vielfältigen Verhaltensveränderungen auch eine große Belastung für die Zu- und Angehörigen sein kann. Und deswegen wollten wir an dieser Stelle auch einfach nochmal darauf aufmerksam machen, dass da auch in letzter Zeit eben vermehrt Angebote speziell eben für Angehörige und Betroffene von frontotemporaler Demenz geschaffen wurden. Und da gibt es auch einige Informationen eben auf der Homepage der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und auch der Fachstelle für Demenz und Pflege. Da können Sie sich auch weiter zur frontotemporalen Demenz nochmal genauer informieren und auch welche Angebote es da gibt. Im Kontext der frontotemporalen Demenz möchten wir hier auch nochmal kurz auf die verhaltensbetonte Variante der Alzheimer-Demenz eingehen. Diese stellt eben eine Mischform zwischen der eben beschriebenen frontotemporalen Demenz und der Alzheimer-Demenz dar. Und da ist es eben so, dass die Pathologie bzw. die Ursache zwar einer Alzheimer-Demenz zugrunde liegt, die Symptome und der Verlauf sich aber sehr ähnlich zu denen einer frontotemporalen Demenz verhält. Die Symptome sind hier im Vergleich insgesamt, kann man sagen, etwas milder, dafür aber meistens auch ein bisschen ausgeprägter in der kognitiven Domäne. Dementsprechend ist es aber auch manchmal eben schwierig, da wirklich zwischen frontotemporaler Demenz und der verhaltensbetonten Variante der Alzheimer-Demenz zu unterscheiden und da auch wirklich die richtige Diagnose zu stellen. Da die richtige Diagnose zu finden, ist aber eigentlich besonders wichtig, denn im Gegensatz zur frontotemporalen Demenz kann man eben bei der verhaltensbetonten Variante der Alzheimer-Demenz eben mit Alzheimer-Medikamenten auch positive Wirkungen erzielen. Was die nicht-medikamentösen Therapien angeht, kann man aber sagen, dass da eigentlich eine ähnliche Behandlung zwischen der frontotemporalen und der verhaltensbetonten Variante der Alzheimer-Demenz erfolgen kann. Die nächste Demenzform, die wir Ihnen heute auch noch genauer vorstellen möchten, ist die sogenannte Lewy-Körperchen-Demenz. Hier wird auch oft mal der englischsprachige Begriff Lewy-Body-Demenz verwendet, aber das meint dasselbe. Die Lewy-Körperchen-Demenz umfasst eigentlich zwei Erkrankungen. Zum einen die Lewy-Körperchen-Demenz, wo sich Eiweißablagerungen, nämlich die namensgebenden Lewy-Körperchen, eben in der Großhirnrinde ablagern. Und zum anderen wird unter der Lewy-Körperchen-Demenz auch die Demenz bei Parkinson verstanden. Das bedeutet, bei einer Lewy-Körperchen-Demenz kann auch eine Parkinson-Erkrankung gleichzeitig vorliegen. Es gibt aber auch die Lewy-Körperchen-Demenz, ohne dass eben eine Parkinson-Erkrankung vorliegt. Zur Parkinson-Demenz komme ich gleich nochmal genauer. Jetzt möchten wir nochmal ein bisschen bei der Lewy-Körperchen-Demenz bleiben. Bei der Lewy-Körperchen-Demenz ist es so, dass Eiweißablagerungen eigentlich ähnlich auch wie bei der Alzheimer-Demenz eben dazu führen, dass Nervenzellen nicht mehr richtig miteinander kommunizieren können und diese schlussendlich dann eben absterben. Die ganz genaue Ursache für die Entstehung dieser Demenzform ist aber bislang noch nicht geklärt. Was bei dieser Demenzform besonders auffällig ist, ist in der Symptomatik, das sind die visuellen Halluzinationen, welche bei ca. 70% der Betroffenen im Verlauf der Erkrankung auftreten. Die treten auch meist schon im frühen Stadium auf und können vereinzelt eben auch in anderen Sinnen als dem Sehsinn noch auftreten. Ansonsten sind auch bei der Lewy-Körperchen-Demenz fortschreitende Gedächtnisbeeinträchtigungen bemerkbar. Die sind aber meist zu Beginn noch nicht ganz so ausgeprägt und treten dann erst im späteren Verlauf in den Vordergrund. Sehr auffallend ist auch, dass es starke Schwankungen in der kognitiven Leistungsfähigkeit über den Tagesverlauf hinweg geben kann. Das betrifft meist besonders eben die Aufmerksamkeit und auch die Wachheit von den Betroffenen.
Da kann es eben passieren, dass diese plötzlich dann eben auch sehr schläfrig und unkonzentriert werden können, aber dann später eben auch wieder sehr aufmerksam sein können. Im Bereich der kognitiven Beeinträchtigungen ist es eben besonders stark die Aufmerksamkeit, aber eben auch exekutive Funktionen und visuell-räumliche Fähigkeiten, die da betroffen sind. Das heißt, den Betroffenen fällt es zum Beispiel eben besonders schwer, Informationen kurzfristig zu speichern und zu bearbeiten, wie beispielsweise beim Kopfrechnen oder auch das räumliche Sehen und Zeichnen fällt den Betroffenen zunehmend schwerer. Einige von Ihnen kennen da sicher auch den Uhrentest, wo man eben aufgefordert wird, eine vollständige Uhr mit den Zeigern auf 10 vor 11 einzuzeichnen. Und das ist eben auch eine Aufgabe, die Menschen mit Lewy-Körperchen-Demenz eben besonders schwer fällt. Typisch ist auch für die Lewy-Körperchen-Demenz, dass Parkinson-Symptome auftreten können, auch wenn eben keine Parkinson-Demenz vorliegt. Die treten dann häufig erst im späteren Krankheitsverlauf auf und dazu können eben gehören Symptome wie Muskelsteifigkeit, verlangsamte Bewegungen, zitternde Hände oder auch Gleichgewichtsstörungen oder ein verändertes Gangbild. Besonders auffallend und belastend ist vor allem auch für die pflegenden Angehörigen, dass Betroffene eben ja ihre Träume ausleben und es eben auch zu Verhaltensstörungen im REM-Schlaf kommen kann. Die Betroffenen wehren sich dann oftmals auch körperlich, schlagen um sich oder schreien im Traum und können sich selbst oder auch den Partner unter Umständen da sogar dabei verletzen. Der letzte Punkt, auf den ich auch noch eingehen möchte im Bereich der Symptome, sind dann auch noch die autonomen Dysfunktionen. Wenn die auftreten, dann kann es eben auch vermehrt zu Stürzen, Harninkontinenz oder Schwindel kommen. Zur antidementiven Behandlung gibt es bisher ja keine ausreichend belegte Wirksamkeit einer Medikation. Man kann aber die Cholinesterase-Hemmer einsetzen, um eben psychotische Symptome auch zu lindern. Was besonders auffällig ist, was auch die Behandlung angeht, ist, dass Menschen mit Lewy-Körperchen-Demenz die klassischen Neuroleptika überhaupt nicht gut vertragen und dass sich da die Symptome sogar verschlimmern können und dann auch zum Beispiel auch eine starke Schläfrigkeit auftreten kann. Daher sollten Betroffene von der Lewy-Körperchen-Demenz keine klassischen Neuroleptika erhalten. Und auch bei dieser Demenzform kann man bei den nicht-medikamentösen Behandlungsmethoden auch besonders die psychosozialen Interventionen empfehlen. Ja, an dieser Stelle vielleicht auch noch ein paar weiterführende Infos. Die Betroffenen ja, berichten oft gar nicht sofort von ihren Halluzinationen und versuchen diese anfangs oft noch zu verheimlichen. Und das führt eben auch dazu, dass die Entdeckung der Krankheit oft schwierig ist. Um diesen Halluzinationen vorzubeugen, kann es eben auch helfen, wenn man Möbel umstellt oder Räume besser ausleuchtet, dass eben einfach solche optischen Fehlwahrnehmungen verringert werden. Und das Ganze ist dann auch weniger belastend eben für die Betroffenen und auch für die Angehörigen, weil dann eben auch die psychotischen Symptome so reduziert werden können. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Lewy-Körperchen-Demenz bisher bei den Allgemeinärzten und auch innerhalb der Gesellschaft leider immer noch recht unbekannt ist und deshalb wird sie eben auch ja, schwieriger erkannt und diagnostiziert. Deswegen war es uns auch wichtig, die heute nochmal mit vorzustellen. Ja, kommen wir nun noch etwas genauer zur Parkinson-Demenz. Ich habe sie ja gerade schon kurz angerissen. Die Parkinson-Demenz tritt eben im Verlauf einer bestehenden Parkinson-Erkrankung auf und gehört eben untergeordnet auch zu den Lewy-Körperchen-Demenzen, da sich hier die sogenannten Lewy-Körperchen eben auch ablagern und in dem Fall tun sie das insbesondere eben in der Substantia nigra und die Substantia nigra ist eben ein wichtiger Bereich im Mittelhirn für die Motorik und dort werden eben auch Bewegungen geplant und gesteuert.
Aufgrund der Parkinson-Erkrankungen stehen dann eben auch die Bewegungsstörungen als Symptom zunächst im Vordergrund. Es kann aber auch hier zu einer Abnahme von verschiedenen kognitiven Fähigkeiten kommen. Das betrifft vor allem auch die Aufmerksamkeit und exekutive Funktionen und auch das räumliche Sehen. Wie auch bei der klassischen Lewy-Körperchen-Demenz ist auch hier eine funktionelle Abnahme des Gedächtnisses und der Lernfähigkeit, aber meist erst im späteren Verlauf stärker bemerkbar. Die Verhaltensänderungen wie Halluzinationen oder Depressionen sind auch hier möglich, aber die erscheinen bei der Parkinson-Demenz etwas seltener als bei der klassischen Lewy-Körperchen-Demenz ohne Parkinson. Nicht alle Menschen die jetzt eine Parkinson-Erkrankung haben, müssen jetzt auch zwangsläufig an einer Demenz erkranken. Aber man kann schon sagen, dass es im Laufe der Erkrankung etwa ein Drittel aller Parkinson-Erkrankten trifft und dass 20 Jahre nach einer Parkinson-Diagnose sogar über 80% der Parkinson-Erkrankten dann auch eine Demenz entwickeln. Also da ist es einfach so, dass die an Parkinson erkrankten Personen wirklich ein sehr hohes Risiko haben, eine Demenz auch zu entwickeln. Die Behandlungsmöglichkeiten sind eigentlich denen der Behandlungsmöglichkeit der Lewy-Körperchen-Demenz recht ähnlich. Auch hier kann man eben die Cholestenerase-Hemmer geben, besonders eben gegen die psychotischen Symptome. Und auch hier ist es so, dass klassische Neuroleptika eben nicht gegeben werden sollten, weil die auch hier die Symptomatik eher verschlimmern. Insgesamt empfiehlt sich hier vor allem eben auch die nicht-medikamentöse Behandlung, vor allem eben auch Therapieformen, die zum Beispiel die Bewegungsstörungen verbessern. Als besonderen Hinweis möchten wir Ihnen hier auch noch mitgeben, dass vor allem auch die Ernährung von Menschen mit Parkinson-Demenz angepasst werden muss, weil die Betroffenen hier einfach einen erhöhten Energiebedarf haben, da zum Beispiel eben durch die verschiedenen Bewegungsstörungen da einfach mehr Energie verbraucht wird, beispielsweise eben durch die ständigen Muskelkontraktionen beim Zittern. Und nun möchte ich noch zur alkoholbedingten Demenzform kommen. Die alkoholbedingte Demenzform ist eine sekundäre Demenzform und wird eben ausgelöst durch den Alkoholkonsum, der zu neuroentzündlichen Reaktionen führt. Und da kommt es eben bei einer länger anhaltenden Dauer eben zu einem erheblichen Verlust der grauen und weißen Hirnsubstanz. Und das kann dann eben auch mit kognitiven Defiziten und im Extremfall eben mit einer Demenz einhergehen. Die Diagnose kann eben immer dann gestellt werden, wenn klinische Symptome einer Demenz eben vor dem Hintergrund eines wirklich signifikanten Alkoholkonsums in der Vorgeschichte beobachtet werden. Und da ist es so, dass die Symptome auch für 60 Tage nach Beendigung des Alkoholkonsums bestehen bleiben müssen. Man kann nicht genau sagen, ob da wirklich die Menge und die Dauer des Alkoholkonsums auch in Zusammenhang wirklich mit dem Auftreten von der alkoholbedingten Demenz stehen. Das ist bisher nicht gut belegt. Man kann aber sagen, dass wenn die alkoholbedingte Demenz frühzeitig erkannt wird, dass sich auch die Abstinenz positiv auf die Symptome auswirken kann und es da auch wieder zu Verbesserungen kommen kann. Wenn die Alkoholdemenz allerdings schon sehr ausgeprägt ist, dann ist auch diese irreversibel. Ja, und zum Abschluss möchte ich Ihnen noch in aller Kürze die Trisomie 21 in Verbindung mit der Alzheimer-Demenz kurz ein bisschen näher erläutern. Es ist nämlich so, dass sich eigentlich erfreulicherweise eben die durchschnittliche Lebenserwartung von Menschen mit Trisomie 21 ja, erhöht hat und die mittlerweile auch bei über 60 Jahren liegt. Das hat allerdings auch ein paar negative Folgen, nämlich dass Betroffene deshalb eben auch immer häufiger an altersbedingten Gesundheitsproblemen leiden und insbesondere eben auch an der Alzheimer-Demenz.
Und bei Menschen mit Trisomie 21 ist es so, dass mehr als 90% der Betroffenen bis zum 65. Lebensjahr dann auch an einer Alzheimer-Demenz erkranken. Das hängt eben auch mit dem damit zusammen, dass auf dem Chromosom 21 eine zusätzliche Kopie des Amyloid-Vorläufer-Protein-Gens vorhanden ist. Von der Symptomatik ist sie eigentlich vergleichbar zu einer früh einsetzenden Alzheimer-Demenz. Allerdings ist hier die Diagnostik etwas komplexer und die Betroffenen haben halt insgesamt auch erhöhte Auffälligkeiten für gesundheitliche Probleme und ein höheres Risiko, auch andere Gebrechlichkeiten zu entwickeln. Für die medikamentöse Behandlung gibt es hier noch wenig Evidenz und man medikamentiert hier eben teilweise erfolgreich auch mit Alzheimer-Medikamenten. Abgesehen davon ist es hier aber auch vor allem wichtig, frühzeitig und umfassend auch eben die Betroffenen und die Angehörigen einfach zu unterstützen, weil da eben einfach noch zusätzliche Probleme zu den reinen Demenzproblematiken auftreten können. Zum Abschluss haben wir Ihnen hier nochmal die heute vorgestellten Formen und ihre Hauptsymptome und Ursachen tabellarisch aufgelistet. Das ist natürlich jetzt keine vollständige Liste. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Formen der Demenz, die wir jetzt auch in der Kürze gar nicht alle behandeln können, aber das einfach für Sie zur Übersicht nochmal. Und zum Ende sehen Sie hier auch nochmal die verwendete Literatur.